Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Zuhause, dem Magazin der Stadtwerke Jena. Heute hier vom schönen Schleichersee. Damit die Badesaison jedes Jahr aufs Neue eröffnet werden kann, muss natürlich die Wasserqualität stimmen. So auch hier im Jenaer Südbad. Mehr als 72.000 Badegäste besuchten im vergangenen Jahr die Natursee. Seit vielen Jahren überprüft der Jenaer Hydrologe Jens Götze regelmäßig die Wasserqualität. Wir haben ihn bei seinen Messungen begleitet. Ich bin heute hier im Südbad und möchte alles rund ums Thema Sicherstellung der Wasserqualität des Schleichersees erfahren. Dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Herrn Götze, ein Hydrogeologe, der dafür zuständig ist, die Wasserqualität zu testen und sie sicherzustellen. Hallo, Herr Götze. Schön, hallo, dass Sie da sind. Frau Holzow, hallo. Ja, wir sind ja heute hier, um die Wasserqualität im Schleichersee zu testen. Vielleicht können Sie mir mal direkt in der Praxis zeigen, wie das funktioniert, welche Parameter wichtig sind. Kein Problem, ich nehme Sie heute mit auf den See. Da können wir das gemeinsam mal alles bewerkstelligen, was ich regelmäßig hier in diesem See untersuche. Alles klar, Herr Götze, dann können wir jetzt loslegen. Packen wir die Sachen und es geht los. Alles klar. Das genau aus? Was müssen Sie hier genau machen? Was sind Ihre Aufgaben? Können Sie mir was dazu erzählen bzw. auch zeigen? Selbstverständlich. Das Erste, was ich bei den regelmäßigen Messungen monatlich mache, ist die Sichttiefe zu messen an 5 Stellen im See. Und hier ist die erste Stelle sozusagen. Und dazu wird man diese Seeschi-Scheibe verwenden. Das ist eine normierte Scheibe, die man sozusagen ins Wasser taucht und wenn sie verschwindet, ist das die original die Sichttiefe in diesem See. Und das ist die erste Messung, die wir jetzt mal durchführen. Also man führt die Scheibe einfach in den See. Und das ist sensationell, was wir hier messen. Unglaubliche Sichttiefen am Anfang der Saison, denn die Scheibe, die setzt jetzt auf. Und wir haben eine Sichttiefe von über 3,70 Meter. Das ist ziemlich gut. Warum haben Sie denn die Sichttiefe gemessen? Die Sichttiefe muss man messen, weil sie ein Parameter der Badewasserverordnung ist. Das heißt, ab einer Sichttiefe von 0,3 Meter wird ein Gewässer gesperrt. Außerdem ist die Sichttiefe ein Indikator dafür, wie stark das Algenwachstum in einem See ist. Und es gibt Seen, die auch Kiesseen sind, die sind jetzt schon mit einer Sichttiefe von unter 0,5 Meter bestückt. Hier ist das nicht so, weil der See wurde entschlammt und deswegen gibt es hier nicht so viel Nährstoffe drin. Und deswegen ist die Sichttiefe mit 3,70 Meter sensationell gut. Wie gesagt, fast Starnberger Verhältnisse. Also da können wir sehr zufrieden sein. Die Sichttiefe ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige, was Sie messen müssen. Was gibt es denn noch für Parameter, die überprüft werden müssen? Neben der Sichttiefe wird gemessen der pH-Wert, die Sauerstoffsättigung, der Sauerstoffgehalt und die Leitfähigkeit und die Temperatur. Und damit können wir erkennen, wie ist der See geschichtet, wie ist es an unterschiedlichen Stellen, wie ist es im Schwimmerbereich, wie ist es im Nichtschwimmerbereich und haben eigentlich immer einen sehr guten Überblick über sämtliche Parameter, die auch für die Badewasserverordnung entscheidend sind. Und für den Sauerstoffgehalt und den pH-Wert, da haben wir hier ein paar Sonden mit, die wir sozusagen als Messsonden verwenden. Und die messen uns jetzt den pH-Wert und den Sauerstoffgehalt. Und da wollen wir doch mal schauen, was der See heute so zu zeigen hat. Und wenn wir dann die Messwerte uns zeigen lassen wollen, zeigen sie uns am heutigen Tage 11,9 Milligramm pro Liter Sauerstoff. Das ist eine hervorragende Sauerstoffsättigung. Und ein pH-Wert von 8,5. Alles wunderbar im grünen Bereich und sehr zufriedenstellend. Ich sehe, Sie haben eine blaue Kühlbox mitgebracht. Haben Sie uns was zu trinken mitgebracht? Das sind keine Erfrischungsgetränke, das kann ich so sagen. Ich würde gerne jetzt 3 Proben ziehen. Und da muss man immer so 40 cm unter Wasser gehen und einfach die Wasserprobe nehmen.
Wasser hat so eine gute Qualität, dass ich Ihnen eigentlich aus der Kühlbox was anbieten könnte. Hätten Sie denn Appetit? Dankeschön. Kann man trinken. Herr Götze, ich bedanke mich für das informative Gespräch und sage bis bald. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen, tschüss. Und ich verabschiede mich vom Schleichersee und hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich. Mit der Frage, was die Welt zukünftig zusammenhält, beschäftigten sich die Viertklässler der Grundschule Johannes Falk in Weimar während ihrer Projektwoche. Dank Unterstützung der Klimaschutzstiftung Jena Thüringen konnten die Kinder mit modernster Technik für einen Tag zu Nachwuchsforschern für den Klimaschutz werden. Wir haben sie besucht. Also, wir haben heute mit dem 3D-Drucker gearbeitet und sollte jeder sich ein Haus bauen mit Pool, was er eben will, was so geht. Wir haben halt auch gemalt, so auf dem Computer mit 3D-Sachen, was man eigentlich so noch nie gemacht hat. Naja, also als erstes haben wir ein Haus gebaut, da durften wir uns aussuchen, was für ein Haus wir machen. Man konnte da alles Mögliche dran machen, eine Garage, ein Pool und verschiedene Möbel und wir durften es auch dekorieren, wie wir wollen und ja. Also ich fand es echt cool, dass man einfach mal mit so einer App einfach dreidimensional machen kann, dass man die Welt einfach kennenlernt. Nicht erst seit den Klimastreiks der Fridays for Future-Aktivisten ist das Thema Klimaschutz auch für die Jugend wichtig. Schließlich geht es um ihre Zukunft. Die vierten Klassen der Johannes-Falk-Grundschule in Weimar hatten nun die Chance, beim 3D-Solartechnik-Projekttag zu den Themen Umwelt, Natur und Klimaschutz zu forschen. Ein besonderer Höhepunkt ihrer Projektwoche, denn viele konnten nicht nur das erste Mal Objekte am Laptop konstruieren, sondern auch mit einem 3D-Drucker arbeiten, sowie ihr eigenes kleines Elektrofahrrad bauen und testen. Ja, wir haben quasi ein Modell E-Bike gebaut und dann mit Schrauben und Muttern und den Motor angebaut, uns dann auch zum Fahren gebracht. Und dann haben wir geschaut, wie man am schnellsten fährt, weil wir hatten so Zähler dran. Der hat gezählt, wie sich die Pedale bewegt haben, sage ich jetzt mal. Und am schnellsten ging es dann mit Solarstrom. Da hatten wir so eine Lampe, die Solarenergie dargestellt hat. Und da waren wir dann in einer Minute über 400, ich sag jetzt mal, Tritte. Den 3D-Solartechnik-Projekttag unterstützt die Klimaschutzstiftung Jena Thüringen bereits seit 2017 und übernimmt die Hälfte der Kosten für die Durchführung des Projekttages. Die wird im Wesentlichen durch das Solardorf Kettmannshausen organisiert. Gemeinsam will man die Schüler für den Klimaschutz sensibilisieren und sie für nachhaltige Lebensweisen begeistern. Klimaschutz ist gerade im Bildungsbereich sehr, sehr wichtig. Wir sehen eigentlich ein flächendeckendes Politikversagen im Bereich des Klimaschutzes. Das ist die aktuelle Generation. Und wir können eigentlich nur noch auf die nachfolgende Generation setzen und dort die Grundlagen schaffen, dass nachhaltige Lebensweisen sich dann auch doch verstärkt breit machen. Und die sind die Voraussetzung dafür, dass auch die kommenden Generationen in einer lebenswerten und gesunden Umwelt erwachsen werden können. Das Punkt Hochhaus in der Schützenhofstraße in Jena Nord soll bald in neuem Glanz erstrahlen. Das hat sich Jena Wohnen zur Aufgabe gemacht. Nach der Errichtung des Schützenhofs soll nun das bestehende Ziegelhochhaus renoviert werden. In der unmittelbaren Nachbarschaft zum Neubauprojekt Schützenhof will Jena Wohnen zukünftig neue Wohnflächen schaffen. Dafür soll das Punkthochhaus in der Schützenhofstraße komplett saniert werden. Die rund 2500 Quadratmeter Wohnfläche erstrecken sich über insgesamt 11 Etagen. Im Zuge der Entkernungsarbeiten wurde festgestellt, dass das Gebäude mit Hanglage und Fernblick die ein oder andere Überraschung bereithält. Ich war fasziniert, als ich hier das erste Mal ins Gebäude kam und einige Wohnungen entkernt wurden, um den Bestand ein bisschen anzugucken in Vorbereitung der Planung und der Maßnahme, dass es sich hier um einen Ziegelbau handelt. Also das ist eher unüblich, ne? 11 Geschosse wirklich in Ziegeln zu mauern.
Das ist eine spannende Aufgabe, zumal da auch statische Herausforderungen dran hängen. Wir haben ja aktuell die Entkernung hier durchgeführt, auch den Estrich ausgebaut, bauen also eine ganze Menge neu hier wieder ein. Und jedes Bauvorhaben ist ein Abenteuer und ich warte auch schon ganz gespannt drauf, wie es dann zum Schluss aussieht. Viele der 80 Wohnungen waren mit knapp 28 Quadratmetern dem aktuellen Bedarf nicht mehr angemessen, sodass aus ihnen jetzt 31 neue Wohnformen im Bestand als 2-, 3- und 4-Raumwohnungen geschaffen werden. Mithilfe des Weimarer Architekturbüros Nitschke und Kollegen wurden dafür Ideen gesammelt und Pläne entworfen. Im Dachgeschoss soll eine Penthouse-Wohnung mit Fernsicht über Jena und Umgebung entstehen. Der Eingangsbereich wird vergrößert und auf die Südseite des Gebäudes verlegt, um so im Rahmen des Thüringer Barrierereduzierungsprogrammes ein barrierefreies Wohnen zu ermöglichen. Einige vorbereitende Arbeiten am Ziegelhochhaus wurden bereits abgeschlossen. Wir haben hier das Gebäude entkernt, wie wir so schön sagen, der sogenannte nicht konstruktive Abbruch. Das heißt, alles, was nicht trägt, an Wänden und Deckenbelägen, Wandbelägen, Fußbodenbelägen haben wir jetzt hier komplett abgerissen, haben das Gebäude auch nochmal dann dadurch konkreter untersuchen können, was ist jetzt hier tatsächlich verbaut worden, um dann demnächst, sprich Mitte Juli, hier mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Im nächsten Schritt wird das Bauprojekt an Firmen für die haustechnischen Gewerke sowie einen Generalunternehmer übergeben. Dafür wurden im Vorfeld verschiedene Firmen aufgefordert, ihre Angebote abzugeben. Derzeit laufen die Verhandlungen. Die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an dem 1960 erbauten Ziegelhochhaus sollen im Herbst 2020 abgeschlossen werden. Die Busse und Bahnen des Jenaer Nahverkehrs sind jetzt auch zu sogenannten Notinseln geworden. Die mobilen Anlaufstellen sind vor allem für Kinder gedacht, die sich in Angstsituationen befinden. In der Verkehrsschule des Nahverkehrs wird den Jüngsten also nicht mehr nur das richtige Verhalten im Straßenverkehr beigebracht, sondern auch über die Notinseln informiert. Das bundesweite Projekt Notinsel soll Kindern in Not- und Gefahrensituationen Schutz bieten. Die entsprechenden Notinselsymbole befinden sich nun gut sichtbar an den Fahrzeugen des Jenaer Nahverkehrs. Kinder in Angstsituationen erhalten damit zusätzlich zu den bereits 73 bestehenden Notinseln an 80 weiteren mobilen Anlaufstellen in Jena Schutz. Es ist uns sehr wichtig, zu zeigen, dass wir für Kinder, die in Notsituationen geraten, die allein nicht wissen, wie sie nach Hause kommen oder andere Nöte haben, da zu sein und für diese Kinder eine Anlaufstelle zu bieten. Zum Glück kommt das nicht sehr oft vor, aber wenn es vorkommt, sollen die Kinder wissen, wo sie sich hinwenden können. Die Kinder sind einfach in diesen Dingen unterwegs, in der Straßenbahn oder im Bus. Und das bedeutet, man muss nicht aussteigen und sich die nächste Notinsel suchen, sondern man kann vor Ort direkt den Fahrer fragen, je nachdem, was es dann für ein Problem gibt. Und das sehe ich als großen Vorteil. Und dann was dazu kommt, dass es eine Menge Notinseln sind, die dann auch an Orten sind, wo wir jetzt noch keine Notinseln haben, sage ich mal. Also wir sind halt sehr zentrumszentriert, da gibt es viele Bereitschaft. Aber wenn man weiter raus in die Wohngebiete kommt, da wird es dann immer dünner, beziehungsweise irgendwann hört es dann ganz auf mit Standorten. Und da freuen wir uns, dass wir dann sozusagen ab und zu auch eine Notinsel an weiterer Stelle haben. Die Fahrer des Nahverkehrs wurden in ihrem Dienstunterricht für mögliche Situationen geschult. Im Ernstfall können sie eine Hilfskette in Gang setzen, um der in Not geratenen Person zu helfen. Wir bieten im Prinzip dem Kind dann erstmal einen Schutzraum. Und es muss ja nicht immer ein Kind sein. Also es kann ja auch ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener kann ja auch Angst haben. Und dann setzen wir halt die Kette in Gang. Entweder funken wir dann halt die Leitstelle an, gehen erstmal auf das Kind ein oder auf die Person. Und ja, die Leitstelle regelt dann das Folgende. Dann kommt eventuell der operative Dienst. Oder halt, wenn es eine schwere Sache ist, kommt vielleicht auch die Polizei. Wichtig ist erstmal einen Schutzraum bieten und auf die Person eingehen. Na, Vertrauen schaffen im Prinzip, also nicht wegschieben. Mit diesen mobilen Notinseln wird es nun möglich, das vorhandene Netz weiter auszubauen, die Wege für Hilfebedürftige zu verkürzen und den Alltag noch sicherer zu machen. Diese Vorteile werden nun auch den Kindern in der Verkehrsschule des Jenaer Nahverkehrs beigebracht. Und in der Vergangenheit hat sich bereits gezeigt, dass Notinseln das Sicherheitsgefühl verbessern können. Ich selber hatte so eine Situation noch nicht, dass ein Kind zu mir gekommen ist. Ich hatte es selbst im Nachtdienst schon einmal, dass eine junge Frau kam und hat sich nicht getraut, an der Haltestelle auszusteigen im Dunkeln, weil sie halt dachte, sie wird verfolgt oder bedroht oder wie auch immer. Und kam dann in der Endhaltestelle zu mir und sagte, sie würde gern noch in der Bahn bleiben und dann erst auf dem Rückweg aussteigen. Ja. Die Situation hatte ich schon einmal.
Aufmerksam wird den Worten des Verkehrsschullehrers gelauscht. Neben der allgemeinen Schulung über die Verkehrssicherheit wird den Kindern zudem beigebracht, wie sie sich in Notsituationen zu verhalten haben. Die Kenntnis über die Notinseln bildet dafür einen zentralen Aspekt. Wer also künftig eines dieser Symbole an Bus oder Bahn entdeckt, weiß nun, wo wir sind, bist du sicher. Hinterm Horizont macht Schule. Denn Schüler aus Milda und Jena begeben sich mit Udo Lindenbergs Musical-Klassiker Hinterm Horizont auf die Bühne und damit auf eine Reise in die Vergangenheit. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von der Udo Lindenberg Stiftung und anderen regionalen Unternehmen wie der Stadtwerke Jena Gruppe. Hinterm Horizont geht's weiter. Mit diesem Song sprach Udo Lindenberg in den 80er Jahren jungen Menschen in Ost- und Westdeutschland aus der Seele. Und auch noch 40 Jahre später sprechen seine Lieder ein Publikum an, das um einige Jahre jünger ist als der Rockmusiker. Das beweisen auch die Schüler der Freien Ganztagsschule Milda, der Lobdeburg und der Leonardo-Schule in Jena. Denn sie werden den Musical-Klassiker Hinterm Horizont auf einer Bühne aufführen. Seit Monaten proben die Jugendlichen mit einem professionellen Team. Unter ihnen auch Noah Fischer, selbst Saxophonist im Panikorchester von Udo Lindenberg. Das begleiten zu dürfen, wie sich über ein Jahr das verändert, einfach immer wieder frisch zu schauen, wo stecken die und was brauchen die jetzt, und dann nehmen die auch so viel mit für ihr Leben. Also da muss man nicht Musiker werden. Das schult Selbstbewusstsein, das schult ein Miteinander, und das sind Sachen, die die ganze Welt gebrauchen kann und jeder auch für sich. Und auch in Vorstellungsgesprächen für welchen Job auch immer, glaube ich, geht man mit ganz anderem Selbstbewusstsein rein. Und das macht einfach Riesenfreude, das zu begleiten, das mitentwickeln zu dürfen, und deshalb ist große Herzensgeschichte für mich und für Udo und für uns alle, die wir das Projekt führen. Udo selbst ist immer informiert, will auch immer wissen, und wie läuft das jetzt gerade so, und das macht echt großen Spaß, und alles, was er tut, macht er voll und ganz. Über ein Jahr lang beschäftigen sich die Schüler mit der Aufbereitung des Stücks. Ziel des Projektes ist, dass die Jugendlichen selbst Initiative ergreifen und das Musical mitgestalten können. Zudem eröffnen sich neue Horizonte und Geschichte wird einmal anders vermittelt als gewohnt. Neben der Proben für Gesang, Tanz und Schauspiel müssen natürlich auch Kostüme und Kulissen gefertigt werden. Sorgfältig wird an den Modellen für das künftige Bühnenbild gearbeitet. Mit Spannung werden die Fortschritte in den Workshops verfolgt. In kleinen Gruppen wird gezeichnet, gesägt, gebastelt und darüber diskutiert, wie Optik und Funktionalität der Kulisse in Einklang gebracht werden können. Wir bauen Modelle für das Projekt Hinterm Horizont macht Schule. Und zwar wollen wir da eine Bühne bauen. Und das hier ist die Ost-West-Wohnung. Also gleichzeitig, gleichermaßen, weil die Wand kann man drehen. Und somit wird eine andere Wohnung geschaffen. Also kann man dieses Modell für zwei Wohnungen gleichzeitig nehmen. Und da überlegen wir halt gerade zur Zeit, aus was werden wir das halt bauen. Und wir haben auch andere Modelle gebaut, die ich auch gern zeigen kann. Hier wie den Bahnhof, den wir leider nicht mit in der Aufführung drin haben. Aber wir haben ihn halt gebaut, weil wir vorher noch nicht wussten, was wir alles machen müssen. Genau. Ja, und mir macht es richtig viel Spaß, hier mitzubauen. Und es ist einfach schön, hier mit in der Gesellschaft zu sein und ein bisschen Schule schwänzen. Die finanzielle Unterstützung für ein solches Großprojekt stammt von der Udo Lindenberg Stiftung und regional ansässigen Unternehmen wie beispielsweise den Stadtwerken Jena. In der Unternehmensgruppe war man sich sofort einig, ein Projekt wie dieses begleiten zu wollen. Mit der Freien Ganztagsschule Milda, der Leonardo und der Lobdeburg-Schule sind hier drei Schulen zu Werke, die die Stadtwerke schon durch jahrelange Zusammenarbeit kennen. Wir wissen,
unter anderem durch Projekttage gemeinsame oder durch Ausbildungsberatung für Schüler, aber auch durch Projekte, die wir schon fordern konnten, dass hier engagierte Macher am Werke sind, dass hier wissbegierige und engagierte Schüler dabei sind. Das zusammen mit den Gedanken und den Ansätzen der Udo-Lindenberg-Stiftung, da wussten wir, das kann nur was Gutes, was Phänomenales für unsere Region werden. Und deswegen mussten wir nicht lange nachdenken, dieses Projekt zu unterstützen. In den letzten Wochen und Monaten vor der Aufführung wird weiter fleißig geprobt. Alle Abläufe wie die der Tanzgruppe müssen synchron und aufeinander abgestimmt sein, damit am Ende das Gesamtbild auf der Bühne perfekt ist. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil das einfach fantastisch werden wird. Und sage aber genauso, dass ich mich über jeden Tag freue, an dem ich hier bin, weil man einfach sieht, was hier passiert. Und ich sehe das wie eine Belohnung am Schluss. Wenn das dann alles zusammenkommt und vor Publikum sich entladen darf, aber was hier jeden Tag so passiert, wenn wir zusammen arbeiten, ist für mich schon ein Riesengeschenk und ist das Projekt. Noah Fischer wird nun monatlich für 2 Tage zu Proben nach Milda kommen. Dazwischen übernehmen Lehrer die Leitung der verschiedenen Bereiche. Bis dann am 4. und 5. Dezember jeweils um 19.30 Uhr das Schülermusical im Deutschen Nationaltheater in Weimar aufgeführt und deutsche Geschichte wieder zum Leben erweckt wird. Hinterm Horizont geht's weiter. Liebe Zuschauer, das war es jetzt von unserer Sommerausgabe von Mein Zuhause. Wir hoffen, wir konnten Sie unterhalten. Wir sehen uns im Herbst wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!